So, ich hoffe, man sieht uns wieder und man hört uns wieder. Es waren kleine technische Schwierigkeiten. Und ja, mein Internetanbieter hat auf einmal gesagt, so, nee, mir gefällt nicht, was du da hast. Und hat mich dann quasi gekickt. Nein, das war keine Wahr. Mein Internet war auf einmal weg. Und deswegen, wir haben auch ein bisschen, ich habe euch ein bisschen was erzählt und war ein bisschen dumm. Oh, es ist gar nicht alles weg. Stimmt, die legalen Sachen sind ja noch alle da. Ist der Nightrune eigentlich auch schon wieder da? Ich weiß es gar nicht. Ja, der ist nicht weg gewesen, denn der hat das coole Internet. Das coole Internet hast du gehabt, ja. Dazu muss man sagen, dass der Nightrunner ja bei mir gerade in meinen getreuen 28 Wänden ist. Und jetzt kann mal jemand runterrechnen, wie viele Zimmer das sind. Und sitzt nur woanders. Und deswegen hat er das gute Internet gekriegt und ich habe hier so den letzten Rest vom Schützenfest gekriegt. Und heiße euch natürlich willkommen zurück. So, sind denn alle noch da? Geht's euch denn gut? Scheinen doch alle da zu sein. Alle noch da und allen geht's Ja. noch gut. Sehr schön. Allen geht's gut. Ja, ich könnte Läuft Hilfe jetzt weiter. gebrauchen. Das sagte mir schon jemand. Ja, natürlich, ich könnte Hilfe gebrauchen. Immer wieder gerne. Hilft mir, gibt mir Tipps. Meine Idee, ich habe momentan zwei Ideen. Und zwar ist die eine Idee, dass ich mich quasi durchbuddel. Und zwar hier. Um dann hier durch die Dusche zu entkommen. Das ist Plan Du A. Fuchs. Plan B ist quasi hier das Ding immer kaputt zu machen und dann hier durch den Vent zu entkommen. Das ist Plan B. Ich weiß natürlich jetzt nicht, der Delta, der wird sich natürlich dabei was gedacht haben. Dass der, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Tut mir nicht weh, tut mir nicht weh. Ja, der Delta wird sich bestimmt dabei was gedacht haben. Und wird mir bestimmt nicht. Es wird mir bestimmt nicht so einfach machen. Was? Ich weiß gar nicht. Ich hatte jetzt die Frage von uns nicht beantwortet gekriegt, falls der Delta überhaupt noch da ist. Ob er es geschafft hat, diesen Knast zu lösen und zu machen. Zu entkommen, quasi. Ansonsten, was haben wir demnächst für Projekte vor? Gute Frage. Die ich mir gerade selber stelle. Was haben wir für Projekte? Hast du schon irgendwas im Kopf? Ich hab da eventuell was im Kopf, ja. Ich wollte, das ist aber jetzt noch in der Mache, also ich werde auf jeden Fall Halfway fertig spielen, klar, das steht ja noch aus, das hat ja auch erst 5 Millionen Folgen. Und ich werde als nächstes, mal schauen, vielleicht kriegen wir noch ein paar First Looks. Und dann als nächstes richtiges Projekt werde ich Revenant Star, nee, wie heißt es? Distant Star Revenant Fleet heißt es ganz genau. Und der Delta sagt hier gerade, dass er aus dem Knast rausgekommen ist, mehr sagt er dir aber nicht. Okay, aber das bedeutet, er hat es auf jeden Fall geschafft, das ist schon mal etwas. So. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich ihn frage, ob meine Ideen dabei waren. Oder ob Mach ihn er. doch. Jawohl, eine Crowbar. Nein, die kann ich mich leisten. Ja, ist gut. Boah, 62% direkt beim ersten Mal. Übertreib's ja wohl. Dreimal Fleisch holen. Dass ich quasi direkt dem Taffy, der Taffy hat den doch, nein, der Bubo-Bär. Aber ich gebe jetzt dem Bubo-Bär ganz viel Fleisch, damit er mein Freund ist. Oh, das hat natürlich jetzt nicht geholfen. Und mir für 59 die Crowbar verkauft. Oh yeah. Gute Idee. Ja, dann kann ich nämlich heute Nacht, ich hoffe, die ersten Tests vornehmen. Und zwar die ersten Tests in Richtung. Oh shit. Oh, go, 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 go. Ja, drop him. Like it's hot. Zack. Aua. Ich laufe jetzt so lange im Kreis, bis ich nur noch, bis ich unter 90 bin. Und dann passiert mir nämlich nichts mehr.
Haha, sneaky Bastardo. Oh, oh. Nein! Nein! Oh, die haben es eingesammelt. Ja. Da bin ich umgehauen worden. Aber macht gar nichts. So, während ich jetzt hier ein bisschen Regenerizer. Medical Supplies, okay, ich darf darauf nicht zugreifen. Habe ich jetzt noch meinen. Ich kann jetzt mal testen. Ich will jetzt gerne mal testen, wie lange die Shaving Cream heilt. So. Um 30 trage ich die mal auf. So. Okay. Ach, die hat mehrere Aufladungen. Clever. Clever. Nice. Ist da Dirt? Will da jemand entkommen? Übrigens, deine Frage hier. Delta meinte gerade, er hat an deine Ideen gedacht, die du so hast. Aber vielleicht hat er auch was dagegen getan. Du wirst es nur rausfinden. Ach komm, das hat er nicht. Na, ich habe hier schon eine Idee, was er gemacht hat. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Hat er bitte nicht gemacht. Weil, wenn es nämlich genau darauf hinauf war, hat er mir da diesen Weg eröffnet und hat, wie in San Poncho, Minen da versteckt. Na, hat er nicht gemacht. Hat er? Was meinst du? Ich glaube, dass er ziemlich viel gedacht hat, aber vielleicht wollte er ja auch noch ein bisschen was offen lassen und hat das erstmal nicht gemacht und macht es dann im zweiten Knast. Vielleicht hat das ja dann so gemacht, dass er gesagt hat, so, vielleicht, weißt du, so, kennst du die umgekehrte Psychologie oder doppelte Psychologie, genau. Das heißt dann immer noch, ich lasse ihn das mal denken und in Wirklichkeit ist das nicht so. Ja. Und dadurch traut er, jetzt bin ich verwirrt, jetzt habe ich mich selber quasi. Und ist da bloß drauf, es ausprobierst. Ja, ich sollte aber jetzt mal aufhören hier zu pumpen, weil ich will ja gleich noch, bevor der Evening Welcome kommt, nochmal duschen gehen, weil ich will ja gleich auch noch arbeiten, ne? Das muss ich ja auch noch machen. Das darf natürlich auch nicht passieren. Ja, was ich sagen wollte, was haben wir schon gesagt? Ja, der Stream wird natürlich auf YouTube nochmal zu sehen sein. Wer ihn verpasst hat, kann sich den da gerne nochmal anschauen. Und ansonsten, ja, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist. Wer sich gewundert hat, es gibt momentan bei mir in den Kommentaren quasi zwei Darathons. Hat mich ein bisschen geschockt. Und zwar ist es so, dass es einmal den normalen Darathon gibt. Das bin ich, der offizielle, wie auch der Channel heißt. Und es gibt den Darathon Let's Play. Da habe ich gesagt, was? Hä? Was ist das denn? Habe ich jetzt schon Leute, die mich nachahmen oder ähnliches, um böse Sachen zu sagen? Da habe ich ein bisschen. Nein, natürlich nicht. Ein bisschen Sorgen gehabt und bin direkt zum Nightrunner gelaufen. Habe in seinem Rock gezogen und habe gesagt so. Und dann sagte er so: Junge, bleibst du ruhig? Das bin ich. Ganz genau. Und da habe ich ein bisschen Angst gehabt, muss ich gestehen. Also wie gesagt, ja. Long story short, Darathon bin weiterhin ich. Oh. Und Darathon LP oder Darathon Let's Play bin ich. Genau, also das heißt, wenn ihr irgendwie demnächst Kommentare schreibt, dann schaut bitte, wer davon geantwortet hat. Und dass ihr euch da nicht wundert. So, einmal kann ich jetzt noch, bevor. Wie, was sagt denn meine Links? Bla 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 bla. Active. Kann ich die eigentlich on the fly neu machen? Nein, kann ich nicht. So. Zack. Was ich mich frage. Ach, du bist doch. Guck mal, wer da steht. Ach, das siehst du erst in 30 Sekunden, ne? Du stehst im Klo. Du Elendiger. Ist das beabsichtigt? Frage ich mich jetzt gerade. Hat der Delta das wirklich beabsichtigt? Man kann die Kameras abbauen, sehe ich gerade. Höre ich gerade. Ja. Der Sky hat auch, oder die Sky hat auch geschrieben,
Ganz verwundert. Man kann die Kameras abbauen. Nein, nein, das meine ich ja damit. Das habe ich gerade auch gelesen. Ja, ja. Man kann die Kameras abbauen? Geht das wirklich? Probier's. Also ja, offensichtlich. Und was mich interessiert. Ja, aber womit? Mit Schraubenziehern vielleicht? Eventuell nur mit dem Crowbar. Ah, okay. Delta schreibt hier gerade. Nein, kann man nicht. Man kann sie nur verdecken. Okay, gut. Weil es würde wahrscheinlich dem Überwacher auch auffallen, wenn die Kamera. Ja, wenn auf einmal, ja, klar, natürlich. Wenn auf einmal eine Kamera fehlt. Es gibt natürlich Sinn, ne? Na gut. So, der Bubu-Bär und der DTKT Live kriegen jetzt hier. Ha. Was mich aber interessieren müsste, ich muss auf jeden Fall heute Nacht mal schauen, ob du, elendiger Tiger, was ein kleiner Insider ist von gestern Abend, jeden Abend da in dem Badezimmer stehst. Aber wenn du da jeden Abend in der Dusche stehst, alleine, dann nehme ich mal so eine Waschmaschine mit aus meiner Arbeit. Und zeig dir mal so, was ich beruflich mache. Also hier beruflich, ne? Ja, ja, ich weiß ja, was du sonst beruflich machst. Ja, YouTube-Star natürlich. Nein. Nein, nein, nein. Habe ich schon mal gefragt, ob sich andere Leute auch noch andere Streams wünschen? Habe ich das schon mal gemacht? Ja, es werden mehr Streams gewünscht. Vielleicht sollten wir Twitch-Stars werden. Twitch-Stars? Ja, aber was sollen wir spielen? Ich bin kein guter MOBA-Spieler. Ja, richtig. Du hast noch nie mit. Doch, du hast mit mir MOBAs gespielt, ne? Ja. Ja, doch. Ja. Ja, wir können das ja mal was einfallen lassen. Am Anfang könntest du ja mal damit anfangen, dass du hier den YouTube-Community-Knast komplett durchspielst, über Stream. Okay. Und ansonsten können wir mal schauen. Aber eigentlich wollten wir ja YouTube machen und nicht Streaming, ne? Ja, das ist richtig, genau. Das ist so ein bisschen, kleiner Bonus. Der Quartalsbonus. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir nicht noch mal ein bisschen was fallen lassen, wenn du verstehst, was ich meine. Boah, warum nicht? Aber wie? Wie wollen wir das denn machen? Hast du da eine Idee? Ich habe nämlich keine. Keine Ahnung. Müssen eine Frage stellen dann, ne? Ach so, ja, dann, ja. Ja, was wir sagen wollten. wir haben schon, ihr werdet das am Anfang, in unserer Anfangszeit, mitbekommen haben, dass es eine Zeit gab, wo wir extrem viel Gewinnspiele gemacht haben. Ne, das ist jetzt das Stichwort. Und das war so ein bisschen inflationär, haben wir die dann rausgehauen. Und wir haben uns mal überlegt, sollen wir was rauswerfen? Hier live im Stream? Ja, warum nicht? Möchtest du ankündigen, soll ich ankündigen? Was heißt ankündigen? Ist einfach, wir hatten ja schon mal drüber geredet, was wir so. Es soll ja auch mal was Besonderes sein. Ich meine, ach, das? Ja, ah, nee, nein. Das machen wir, wenn wir. Und das sparen wir uns für was anderes. Ich dachte einfach so, ja. eine der Keys, die wir noch in der Tasche haben. Schon, wir haben noch einige Keys, ne? Ja. Ja. Können wir eigentlich machen. Ne, kannst du mal eben nachschauen, was wir noch so auf der Tasche haben? Kann ich mal nachschauen, was wir noch so auf der Tasche haben. Ne, dass wir mal hier so den Leuten, die jetzt hier uns die ganze Zeit schon über eine Stunde zuschauen, ja, mal so ein bisschen was an der Hand geben. Einige werden die Spiele vielleicht schon haben, aber meinen Geschenkten, ne, kennst du das ja, ne? Haben wir eigentlich jemals Escapist vergeben? Ja, habe ich. Also was heißt Escapist? Ich habe Escapist mal, ein Gewinner hat sich mal Escapist gewünscht. Ah, okay. Und der hat das bekommen. Genau, das stimmt, das war doch der Gewinner von dem, du kriegst ein Spiel deiner Wahl. Meine ich. Stimmt, genau, richtig. Der hat, glaube ich, dann Escapist sich gewünscht. Und der, also, hat das bekommen. Wir haben noch, lass mich mal nachschauen. Aber auf jeden Fall noch Obey. Okay. Und It Came From Space and Ate Our Brains. Ja. Ja, gut, dann dürft ihr euch jetzt mal entscheiden, was für ein Gewinn, welchen Key sollen wir jetzt mal einmal, wir werfen erstmal einen Key raus. Ne, wir sagen, wir machen jetzt erstmal einen. Was wollt ihr haben? It Came From Space and Ate Our Brain oder Obey? Wer nicht weiß, was das für Spiele sind, kann jetzt mal eben bei uns auf den YouTube-Channel gehen und sich das nochmal angucken. Ganz genau, weil wir haben nämlich beide Spiele schon gespielt. Und könnt ihr euch mal angucken. Und in der Zeit, in der ihr euch entscheidet, was ihr haben wollt, oder was wir hier rausschmeißen sollen,
In der Zeit überlege ich mir mal eine Frage. Muss ja. Könnten eigentlich auch. Ja, aber jetzt erst, der kommt, malt auch zuerst, ne? Ja, wie meinst du das? Also im Sinne von. Der Erste, der was haben will, kriegt was? Nein, das ist gemein. Meinst du nicht? Weil dann hätte jetzt nämlich der Delta gewonnen. Und ich finde, dass der Delta sowieso was bekommen sollte, dass er dir hier diese Vorlage gegeben hat. Und also er möchte zufällig auch, it came from space and ate our brains. Ich würde sagen, da schreib ihm doch mal einen zu, oder? Okay. Haben wir denn mehr als einen? Ja. Weil wir müssen ja jedem eine Chance geben, ne? Ja, pass auf, dann Delta, dann vielen Dank, dass du uns hier in den Knast zugeschickt hast. Und als kleine Belohnung kriegst du jetzt einen Key von uns. It came from space and ate our brain. Aber das heißt jetzt nicht, dass die anderen nichts kriegen. Wir machen trotzdem noch die Verlosung. Mm. Oder? Ja, ne? Ja. Sagen wir mal, wir haben ja noch ein paar Keys. Können wir schon machen? Ja, doch. Ne, würde ich sagen. Machen wir noch ein Obey Key und ein It came from space Key. Ja, komm. Boah, jetzt haust aber raus, ne? Ja, und wir haben ja dann nochmal das Gewinnspiel-Special, wo es. Aber das kommt dann, wenn es soweit ist, ne? Ja. Das wollen wir dann. Weil, man muss dazu sagen, das wisst ihr eigentlich gar nicht. Das wussten wir selber bis vor einiger Zeit noch nicht. Wir hatten nämlich Geburtstag. Ne? Also, wir sind jetzt. Über ein Jahr gibt's den Channel schon. Und ich dachte mir so, boah. Irgendwann müssen wir doch mal Geburtstag. Wir haben über Gewinnspiel gesprochen. Und da dachten wir uns, boah, wann machen wir immer wieder eins? Da habe ich gesagt, ja komm, lass mal zum ersten Geburtstag machen. Weil ich hatte im Kopf, dass wir im Juni angefangen haben. 2014. Und da guckte ich rum und guckte auf meine ersten Let's Plays. Und da war das schon am, ich glaube, 25.05. oder so, was war das? Und da ist so, scheiße, wir haben unseren Geburtstag verpasst. Ja, wir sind jetzt ein Jahr schon vorbei. Aber kommen wir jetzt eigentlich mal zurück. Also, wir verlosen jetzt noch zwei Keys. Einmal Obey. Einmal It Came From Space. Genau. Jetzt müssen wir uns mal überlegen. Jetzt muss ich mir mal überlegen, wie ich das mache. Man könnte. Ich bin ein absoluter Twitch-Noob. Ich weiß, man kann hier eine Raffle-Funktion irgendwie machen. Weiß ich jetzt nicht. Werde ich jetzt nicht machen, weil ich kann nicht spielen und gleichzeitig mir die Optionen angucken. Wobei, ich könnte eigentlich schon. Wenn das jetzt jemand so auf die Schnelle mal weiß, dann ist jetzt die Chance zu sagen. Ansonsten denke ich mir irgendwelche Fragen aus. Die euch, Denkt dir mal was aus. Ne? Ich habe jetzt ein paar Minuten, eine Minute ungefähr Vorlauf, bevor die Fragen kommen. Und das passt dann ungefähr. Sky schreibt gerade, dass die Raffles nur gehen, wenn man einen Bot hat. Und ich denke mal, den Bot gibt wohl eine Premium-Dingend sein. Ja, okay. Nee, dann fällt das schon mal wahrscheinlich raus. Aber. Okay. Nee, dann den Bot brauche ich nicht. Ich habe hier meinen laufenden Bot, der mit mir hier die ganze Zeit spricht. Und. Und dann gucken wir mal. Dann machen wir das so. Jetzt muss ich überlegen. Ich würde es ja am liebsten an richtig alte Fans von mir schon geben. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ihr denkt, oh nein, ich bin jetzt seit letzter Woche Abonnent oder Viewer oder ich schaue generell hier jetzt gerade zum ersten Mal rein. Das wäre ja nicht fair. Wobei ich dann ihr da die Chance hätte, dass jeder was gewinnt. Ja. Man könnte ja Fragen zu dem Channel selber spielen. Zu dem Channel selber stellen? Ja, zum Beispiel, mit welchem Spiel ich angefangen habe, als ich den Channel beigetreten bin, oder, und das finde ich besonders cool, weil das kann man da auch nicht googeln, sondern das muss man tatsächlich dann rausfinden, welches Spiel hatte ich, als ich bei dir in den Channel eingestiegen bin, gab es ja eine Ankündigung, dass ich dabei bin. Da hatte ich diverse Spiele genannt, die ich spielen werde. Und eins davon habe ich bisher noch nicht gespielt. Ja, das ist gut. Das ist gut. Okay, also ihr wisst jetzt die Frage. Die Frage lautet, als ich den Nightwunder angekündigt habe, welches dieser Spiele hat er bisher nicht gespielt?
So, und der Erste, der die Antwort gibt, kriegt ein Key seiner, einer der beiden Keys. Kann er sich dann aussuchen, ob Space oder Obey. Obey. Beide Spiele extrem cool. Dazu muss man sagen, bitte unterbrich mich, wenn die Antwort kam. Kennst du die Antwort eigentlich von selber, ne? Ja, ja, ich kenne die Antwort. Okay, gut. Das wäre peinlich gewesen, wenn wir die Antwort nicht kennen würden. Was ich sagen wollte, ja, brülle einfach rein, wenn jemand die Antwort hat, der Erste. Ja. Und was ich... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, ist egal, dann sage ich hier schon mal was. Und der Bot hat nichts mit dem Premium zu tun, wie ich das eben falsch gemutmaßt habe, sondern muss einfach auf die Seite von einem dieser Mod-Entwickler gehen und kann sich da mit seinem Twitch-Account anmelden und dann wird einem alles erklärt. Kann man eventuell fürs nächste Mal in Betracht ziehen. Okay, no, ist ja kein Problem. Nee, gut. Was ich brauche? Ich brauche eine Pfeil, weil ich will mir hier so eine Spitzhacke mal bauen. Ach ja, was ich sagen wollte, Obey, ziemlich cooles Spiel, habt ihr ja auch gesehen bei uns, wer es gesehen hat. Ansonsten kann man dazu sagen, wir haben ein sehr enges Verhältnis zu dem Developer von Obey. Und wir stellen zum Beispiel auch die offiziellen europäischen, nicht nur die europäischen, oder? Ja, doch, die europäischen. Nur die europäischen? Ja. Ja, wir stellen die offiziellen europäischen Server von Obey. Ja. Das heißt, in der Theorie, wenn PeteSmeet zum Beispiel da auch gespielt hat, er hat auf unseren Server gespielt. Ja, theoretisch möglich. Theoretisch möglich, ne? Also, das ist schon mal etwas. Das heißt, nicht nur, also Obey nicht abwinken. Jetzt habe ich gerade wieder... Und ich natürlich, was ich noch sagen wollte, derjenige, der diese Codes gewinnt, gewinnt natürlich auch, dass er mit uns spielen kann und möchte. Ja, wenn, jetzt habe ich natürlich wieder nicht mitbekommen. Jetzt kannst du mir mal bitte ganz schnell sagen, wer wieder den Rollcall hatte. Ja, sag ich dir gleich. Dauert. Dauert. You are all filth. Hat er wahrscheinlich gar nicht gesagt, ne? Nee. Ach, du elendiger Lord. Du stehst hier immer in der Nacht. Oh ja. Der DKD möchte Dustin genannt werden, deswegen werde ich jetzt Dustin zu ihm sagen. Und er möchte wissen, was Obey ist, aber das lässt sich eigentlich gar nicht erklären, was genau Obey ist. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht erklären. Da muss man sich tatsächlich das Video anschauen oder vielleicht auch mal auf der Homepage von denen schauen. Da wird es einigermaßen erklärt. Schau dir mal auf Steam die Beschreibung an. Das ist... Weiß ich, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist ja... Hat eine KI, also man spielt ja nur gegeneinander quasi. Und das Spiel bietet nur die Plattform. Also ich kann das gar nicht erklären. Das ist einfach nur ein psychologischer Krieg. Mehr ist es nicht. Ja, wir haben... Das Spiel, wir haben ja gesagt, wir haben alle Spiele schon mal gespielt und wir haben Daraton Scheibenkleister. Ja, ist mir scheißegal, ich muss jetzt hier durch. Ich muss durch, nerv mich nicht. Ich muss den Stock da rausholen. Der Rest ist legal. Wobei ich den Rest auch mal lieber in die Hand nehme und mich jetzt einfach mal hier hinstelle. Daratron und Daraton. Ja. Das habe ich gerade eben erst gesehen. Ja, jetzt muss ich einfach mal warten hier, bis mein Rollcall vorbei ist. Ja, einfach mal hoffen, dass das ganz schnell jetzt vorbeigeht. Jetzt werde ich natürlich das Breakfast nicht beiwohnen, was natürlich wieder zur Folge hat, dass ich 99% kriege. Der Palafel fragt gerade, ob die Spiele für den PC sind. Ja, die Spiele sind für den PC. Wir geben nur PC-Spiele aus. Genau, wir geben nur Spiele von Steam aus. Genau. Ich wollte jetzt gerade eben noch sagen, dass wir auch Desura-Spiele ausgeben, aber Desura ist bankrott gegangen. Deswegen gibt es nur noch Steam-Spiele. Was ist Desura? Das ist auch so eine Plattform, die Spiele anbietet. Angeboten hat. Und das okay. So ein bisschen alternativ gemacht. Okay. Aber sind pleite gegangen. Oh, na dann ist nicht schade drum. Boah. Ja, gab es auf die Suche manchmal noch ein paar Spiele, die entweder in Deutschland nicht erhältlich waren oder nicht gespielt werden durften. Zum Beispiel ein Spiel von meiner Serie in letzter Zeit gab es nur auf die Suche, nicht auf Steam. Na, den Namen können wir ja nennen. Das ist dann dieses, ach so, ja. Hatred kannst du ja sagen. Ja. Den Namen kannst ja sowas. Es ist ja nicht verboten, es auszusprechen. Es ist ja nur verboten zu spielen. Oder zu
Ja, zu spielen kannst du ja auch nicht sagen. Es ist halt einfach, es ist ja nicht verboten, es gibt's halt einfach nicht zu kaufen. Wie aber war, der Dustin fragt auch gleich nochmal, ob schon jemand gewonnen hat. Nein, es hat noch niemand gewonnen. Anscheinend interessiert sich niemand für unsere Keys, ist aber auch nicht schlimm, dann behalten wir die. Wobei ich echt sagen kann, Came from Space ist schon eine richtig coole Sache, ne? Das macht ja, das Bock. Hat, das kann der L.Elend, wenn er noch da ist, zum Beispiel unter die UGH, die mit uns ja schon zusammen gespielt haben, die können das bestätigen. Also das macht richtig Laune. Und wir spielen das auch immer wieder gerne. Auf jeden Fall. Vor allem auch schon wieder Neuerungen mit neuen Levels, neuen Waffen und sowas. Ach, neue Waffen? Ja. Ja, aber das ist, dieses Gefängnis ist echt so gemacht worden, wenn ich die 99% habe, kann ich mich eigentlich knicken. Geht leider nicht anders, ne? Und das ist ein bisschen, kannst du machen nix, musst du gucken zu. Ja, wir haben leider immer noch keinen Gewinner. Vielleicht ist die Frage auch einfach zu schwer. Gut möglich. Ja, also, ich gebe euch mal einen kleinen Hinweis. Ach, du weißt es auch? Nein, ich weiß nicht, was es war, aber ich weiß, wo man es kriegen kann. Die Antwort. Im Video. Genau. Ah. Es gab nämlich ein Ankündigungsvideo damals. Zum Nightrunner Add-on des Darathon Channels. Und da stellt er sich ganz kurz vor, es ist schon ein Dreivierteljahr her, ne? Also guckt mal so auf Seite 6 oder 7 oder so. Und wenn ihr meine Videos durchguckt, da gibt es ein Ankündigungsvideo. Und da stellt er sich dann ganz kurz vor und sagt, was er vorhat zu spielen. Und sagt dann quasi nennt drei Spiele. Und eines davon. Immer noch nicht gespielt. Eins hat er davon immer noch nicht gespielt, ja. Wird er wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, jetzt weiß ich wieder, was es war. Ja. Glaube ich. Glaubst du? Ich kann dich jetzt schlecht fragen. Ja, könntest du schon, aber dann müsste ich die Antwort. Nee, auflösen. Aber weißt du, was ich machen könnte? Ich könnte natürlich jetzt elegant. Könnte natürlich, das seht ihr jetzt alle nicht. Weil ich. Kriege ich bestimmt gleich eine Nachricht am Handy. Genau, weil ich mich jetzt ein bisschen mit dem Handy rumspiele. Und ja, ganz genau, das ist es aber, was du gerade. Ist es das? Ja. Okay. Ja, weiter geht's. Ich glaube, dass das nächste Gewinnspiel, das wird reißenden Absatz finden. Ja, denke ich auch. Also man sollte sich dafür an einem Donnerstag freinehmen. Ja, ist das nicht eigentlich egal? An einem Donnerstag oder an einem Samstag? Nee, an einem Samstag nicht. An einem Donnerstag. Wieso? Also wenn das alles so funktioniert, was wir vorhaben, der erste Preis muss an einem Samstag stattfinden. Ja, aber geht ja nicht. Ja. Müssen wir uns noch drüber unterhalten. Ja, okay. Müssen wir mal schauen. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir irgendwie. Auf jeden Fall, der Donnerstag sollte erst freigehalten werden. Wenn wir das so durchziehen. Wenn wir das so durchziehen. Aber sieht ganz gut aus. Ja. Wie sieht es aus hier mit auf der Gewinnspielfahrt? Wir können dann schon mal die zweite Frage stellen. Für das It Came From Space. Vielleicht fängt das ja, beziehungsweise für den zweiten Key einfach. Je nachdem, wenn dann die zweite Frage beantwortet, kriegt er einfach das, was übrig bleibt. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Boah, es wird ja immer schneller. Ding. Ich würde ja gerne eigentlich eine Frage stellen zu meinem. Zu meinem allerersten Projekt. Ja. Oder du könntest die Frage stellen, wie viele Amiibos du hier im Schrank stehen hast. Weil das ja auch alle wissen könnten, ne? Kann man schätzen. Ja, toll. Schreiben einfach alle 1000. Warum fragen wir nicht einfach, wer ein Key will? Könnte. Übrigens, O-Ton hat eben der Bubu-Bär gefragt, warum fragt er nicht einfach, wer ein Key will? Ich weiß, ich sehe es gerade, weil, langweilig wäre, ganz genau, weil es langweilig wäre. Genau, nenn das Kind doch beim Namen.
Also wie gesagt, ich finde die erste Frage ist eigentlich gar nicht so schwer. Also ich hätte die, also hätte ich schon mittlerweile, man hätte die schon locker beantworten können. Also. Oh, der Delta schätzt, dass du 40 Amiibos im Schrank stehen hast. Ich glaube, So so viel viele gibt es gar gibt's nicht mehr. nicht mal, ich wollte es gerade sagen, Ja, du ey. bist aber eine, der die doppelt kaufst. Genau, nur weil ich 7-mal Rosalina im Schrank habe, weil die einfach mal schon 40 € wert ist oder so. Siehst du? Ja. Das ist übrigens wirklich mal passiert, deswegen ist die ja so teuer, ne? Also nicht ich Ja. war das, ne? Aber irgendwie ein Ami hat da irgendwie 30 oder 40 Rosalinas gekauft, weil er da bei sich in der Stadt der Einzige sein wollte, der diese Amiibo hat. Und deswegen wurden die dann immer nachgeliefert. So ist jedenfalls die Geschichte, die ich gehört habe. Muss natürlich nicht stimmen. So habe ich das aber auch gehört. Jetzt muss ich aber mal gucken, weil ich muss dir jetzt gleich hier mal so richtig schön. Oh, Eine geil. verpasst. Oh, I saw that. Genau, ich muss dir nämlich mal richtig schön eine verpassen, damit ich durch die Wand komme. Man könnte auch eine philosophische Frage stellen, wie zum Beispiel, wie die Rasenbetreten verboten Schilder in die Mitte des Rasens kommen. Oder was der Mensch, der entdeckte, dass Kühe Milch geben, gerade gemacht hat. Naja, das kann ich dir quasi beantworten, weil der hat gesehen, dass ein Kalb an den Zitzen und an dem Euter rumgenuckelt hat. Übrigens haben wir jetzt doch noch jemanden gefunden, der uns den Key abnimmt. Und es war der Caesar HD. Er hat die Frage richtig beantwortet. Ja, Caesar, ja, dann herzlichen Glückwunsch. So, du Ja. darfst jetzt aussuchen, was du haben möchtest. Möchtest du Obey oder es kam aus dem All und hatte Gehirn in der Fresse? Wer zuerst kommt, Ja. mal zuerst. Jetzt erst, komm mal zuerst. Oder was er als erstes schreibt. Ja, Ja, was der er. Justin hat auch das ganz knapp anscheinend verpasst. Er wusste die Antwort, aber hat sie nicht geschrieben, weil er nicht wusste, ob jetzt schon jemand gewonnen hat. Ah. Ja, und der Caesar möchte Obey. Obey. Gut, dann herzlichen Glückwunsch, Caesar. Dann einmal Obey für dich. Und das heißt, wir haben jetzt noch einen It Came From Space Ja, Key. übrigens für die Keys, bitte in der Steam-Gruppe joinen und einfach mal schreiben. Entweder eine PN, wenn das geht, oder einfach irgendwie mal ein Thema aufmachen, dass auch die richtigen Leute die Dings bekommen. Und wenn möglich mit dem Username, den ihr hier habt, da auch joinen oder zumindest schreiben. Möchte bitte niemanden haben, der hier wieder betrügt. Wir hatten das ja schon mal, dass jemand einen Key von uns geklaut hat, quasi, indem er sich als jemand anders ausgegeben hat. Muss nicht sein. Wir Oder ihr können, schreibt uns eine nein, Mail. wir können. Schreibt dir bitte mal auf. Jetzt muss ich gerade mal ganz kurz hier mal Pause drücken, weil es geht nämlich. Jetzt darf ich nicht lügen. Warte mal. Ja. So. Jetzt müsste der Caesar eigentlich von mir eine Nachricht bekommen haben. Bitte bestätige das mal ganz kurz, dass du diese Nachricht erhalten hast. Dann können wir nämlich, kann ich dir den nämlich hier schon zusenden. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Ne, dann gibt es da überhaupt gar keine Probleme. Er hat die Nachricht bekommen, sagt er. Super, dann schicke ich dir den Key zu. Nicht abschalten, bevor du den Key hast. Und wer Delta? Aber Delta, dich habe ich auch im Steam. Dich habe ich auch im Steam. Und dir kann ich den da zukommen lassen. Knight, bitte notiere mal bitte, wer welchen Key gekriegt hat. Jawohl. Nicht, dass ich das irgendwie vergesse. Caesar den Obey und der Delta den Space Ein Marines. Space Marines. Genau, wir haben aber noch Ja. einen zweiten. Ja, könnte man eigentlich dem Dustin geben? Weil der wusste es ja auch. Der wusste es ja auch. Ja. War nur ein bisschen spät, aber wir haben ja zwei vergeben, also. Ist halt der zweite Gewinner. Ne? Gratulation. Okay, komm. Soll man mal nicht so sein. Wollen wir nicht so sein. Er hat sich ja Mühe gegeben und hat sich das auf jeden Fall angeguckt. Deswegen, ja. Euch beiden herzlichen Glückwunsch. Ihr kriegt die Keys. Ihr könnt euch jetzt leider. Der zweite kann sich leider nicht mehr aussuchen, was er kriegt. Ja. Der Dustin, aber ich hoffe, du freust dich trotzdem.
Und jetzt bin ich gerade am gucken, wo ich die Keys eigentlich habe. Hier. Okay. So, jetzt komme ich hier raus. So, und jetzt kann ich mal was ganz kurz gucken. Ich hoffe, ich habe genug Intelligenz. Nein, habe ich nicht. Verdammter Scheibenkleister. Egal. Dann mache ich das morgen. Aber wobei, heute bist du nicht da. Stehe ich nicht am Klo? Oh, du stehst nicht am Klo. Noch nicht. Ah, noch nicht, um genau. Um dich zu verwirren. Ja, ich glaube nämlich auch. Ich wollte mir nämlich gerade eine Peitsche bauen. Aber ich bin zu dumm dazu. Du bist zu dumm dafür, dir eine Peitsche zu bauen. Hm. Na, dann warte ich mal. Ich warte mal lieber noch bis morgen. Also das ist so eine Sache, die ich nicht riskieren möchte. Heißt auf Steam Fatty McFettsack, sehe ich gerade. Ja. Also ihr könnt uns, wie gesagt, ihr könnt uns auch auf Steam folgen, in der Steam-Gruppe. Oder auf Facebook oder auf Twitter. In jedem Video, das wir haben, gibt es quasi nochmal die Links dazu. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich habe jetzt gerade keinen Link zur Hand. So, Obey hatte der unser lieber Freund Caesar gewonnen, okay. Richtig? Genau. Ja, genau, richtig. Mhm. So. Caesar, dann hier bitte einmal der Key für dich. Kannst du bei Steam einlösen? Und der It Came From Space, den gibt es gleich auch für den Delta. Sobald ich mich jetzt hier hingesetzt habe und ein bisschen was gegessen habe. So. So, jetzt hat der gute Delta hat den gekriegt, ne? Einmal. Lieber Delta. Und den zweiten hat der Dustin gekriegt, war das richtig? Ganz genau hat er. So, dann brauche ich einmal gleich nochmal den Nutzernamen. EKD TV. Ah, DKD TV, okay, mhm. Alles klar. Übrigens wurde jetzt in der Anlehnung vorhin an unsere Aussage bezüglich Horrorvideos jetzt mal eine Frage gestellt, ob du auch mal vorhast, ein Facecam-Video zu machen. Oh, ich würde ja davon abraten. Ich habe befürchtet, als ich das erwähnt habe vorhin, habe ich mir so ein bisschen auf die Lippe gebissen und auf die Zunge und dachte mir, du blöder, dämlicher Eselaffe, warum hast du das erwähnt? Aber ich dachte mir so, hier ist sowieso nur eine Handvoll Viewer. Warum solltest du das jetzt schon erwähnen? Das liegt ein bisschen an euch, ob ihr das haben wollt. Aber so, wenn ich das hier schon so höre, denke ich mal, dass die Antwort auf kurz oder lang ja sein wird. Wir hatten uns erstmal überlegt, wie wir das machen, ob wir das machen, ob wir das beide machen. Und im Endeffekt war es dann halt wirklich so, dass ich gesagt habe, ja, okay, ich mache es und ich wollte es eigentlich erst ab einer gewissen Größe machen, weil ich bin so einer, boah Gott, wie viele Leute sind hier denn? Ich bin so einer, der sagt, ich habe nichts davon, wenn ich nur 20 oder 45 Viewer habe oder Abonnenten habe oder so. Donuts. Dass ich dann direkt mit Facecam anfange und irgendwelche Five Nights at Freddy's spiele. Weiß ich nicht. Also ich bin eher der Meinung, dass Qualität wichtig ist. Was hoffentlich bei mir befallen ist, ne? Wie du mal sagst. Ja, long story short, werde ich machen, wenn mehr Leute das wollen, wenn ihr sagt, ich muss die fiese Fresse mal sehen hinter der Stimme, muss ich mich natürlich ein bisschen schick machen, muss ich mich hier im Anzug hinsetzen oder so. Schön und dann, im Doppelreihe, schön im Zweireihe, mit dem Kamin im Hintergrund, schönes Gläschen Wein und dann schön... Und einen schönen Gentleman-like erschrecken. Ja. Gucken. Ja, wenn das mehr wollen, dann mache ich das auf jeden Fall. Und dann werde ich auch zum ersten Mal wahrscheinlich Horrorspiele spielen. Aber ich muss dazu sagen, wer Daratron. Okay.
Wenn ich Horrorspiele spiele, ich bin Schisser. Ich bin mega Schisser. Und ja, ne, also das ist. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. So, und der DKT Live kriegt auch hier seinen Key zugeschickt. Bitteschön. Herzlichen Glückwunsch nochmal an euch drei. Ja, auch von mir. Genau. Wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr jederzeit mit uns spielen. Wir besitzen alle Spiele, die wir hier verschenkt haben. Und würden uns freuen, euch mal da zu sehen. Gut, was meinen jetzt? Ich brauche eigentlich einen. Ach, mir fehlt Intelligenz. Fehlt mir noch. Und ich müsste eigentlich mal. Wir machen das jetzt erstmal so, wie ich gesagt habe. Dass wir uns da mal durchbuddeln. Und ich wette, er hat mir ihn da hingelegt. Der Delta, das ist so einer. Ich glaube, der ist so einer. Der will mich leiden sehen. Ja, also. Ja, sind wir schon über ein Jahr dabei, ne? Kaum zu glauben, dass wir es so lange geschafft haben. Übel, ne? Also ich Und sogar weiß einigermaßen erfolgreich. ja, ja, was heißt erfolgreich für unsere Verhältnisse? Dafür, dass wir eigentlich zwei Mi Anfang 30er sind, die eigentlich was Besseres zu tun hätten, als Wolltest du gerade YouTube-Videos zu zwei machen. Millionäre sagen? Nein, mit 30er wollte ich eigentlich sagen, aber ja. Nee, ich weiß dann ganz genau, als ich da angefangen habe, habe ich mir gedacht, so. Wenn du mal irgendwann mal über 10 Views hast, dann bist du happy. Das war so mein Gedanke. Weil am Anfang weiß ich nicht. Also YouTube, wenn ihr da irgendwie noch keinen YouTube-Channel habt, ne, ich denke ja, einige werden von euch schon YouTube-Channels haben. Wenn ihr daran denkt, einen YouTube-Channel zu starten, ihr bleibt dran. Bleibt einfach dran. Das ist das, was wir auch gemacht haben. Wir haben uns gesagt, du scheiß drauf, was wir machen. Ob wir nur 10 Views haben, jedes Video. Oder alle Leute sich das angucken. Ja. Scheißegal. Bleibt einfach weiter dran. Das ist das, was eigentlich das Erfolgsrezept in diesem komischen YouTube-Programm da ist, was da im Hintergrund läuft. Und der Rest ist ja einfach nur Schneeball, ne? Ja, quasi. Das ist ja einfach. Wer nicht weiß, wie YouTube funktioniert, also was heißt nicht, wie YouTube funktioniert im eigentlichen Sinne, sondern was die Algorithmen dahinter sind, geben wir immer wieder gerne The Game Theory als Referenz. Auf YouTube müsst ihr mal gucken, das ist der MadPat. Kein Freund von uns, leider. Ich bin auch kein Aber. Freund von ihm. Aber er macht super Theorien zu Spielen und Filmen. Und er erklärt so ein bisschen, wie YouTube funktioniert. Ist allerdings auf Englisch. Das heißt, wenn ihr wollt, müsst ihr mal gucken. Ich finde es super. Und da ist auch so ein bisschen halt erklärt, wie YouTube so funktioniert und wie das Ganze da läuft. Kann man natürlich ausnutzen. Oh. Oder Na nicht? nice. Chuck Norris. Du bist. Oh. Wollte ich gerade. Chuck Norris is plotting something. Go knock him down. Die Frage an das denn, den Key löst man ein in der im Steam-Programm. Also du musst dazu Steam am PC haben, dann unten links auf das Plus und dann Steam-Spiel einlösen und dort dann den Key einfügen. Und ja, Sky hat das jetzt auch gerade nochmal erklärt in schriftlicher Form, weil es kommt auch wahrscheinlich auch vor da an, bevor ich hier fertig geredet habe. Oder dass der Stream übertragen hat. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, wir bekommen immer so ein bisschen Lob, wie toll wir sind. Vor allem ich. Und ja. Vielen Dank für die Keys. Und wir müssen keine Facecam, oder du so, musst keine Facecam machen, aber wäre natürlich schöner. Ja, Ich also denke, ich sag mal, Zeit ist irgendwann gekommen. ich will es halt nicht 100 Mal wiederholen. Das ist quasi so, ich finde, bei Horrorspielen muss das sein. Also da gehört das da quasi hinzu. Und ja. Wir gucken einfach mal. Wenn's gewünscht ist, machen wir's. Wenn nicht, nicht, dann wie ich ja schon gesagt habe, ich bin Schisser. Ich bin ein tierischer Schisser. Wer meine 4-2, 4-3, was habe ich gespielt? 4-3, ne? 4-3, 3. 4-3, ja, genau. Wer meine 4-3 Streams oder meine Videos von YouTube gesehen hat, hat gesehen, dass ich mir ein
schon mich gelegentlich mal nass gemacht habe. Obwohl das Spiel eigentlich gar nicht so gruselig ist im Nachhinein, wenn ich so darüber nachdenke. Jedenfalls der dritte Teil nicht. Ja. Im Gegensatz zum ersten, ja. Allerdings. Oh, der erste, der war heftig. Ich habe mich ja schon bei Home is Where Your Heart Is eingeschissen. Ja. Ja, du. Das fand ich super, dass bei dem Spiel ist überhaupt nichts passiert. Und du hast dich eingeschissen. Ja, mega. Ne, und ich habe das voll nicht verstanden, wieso. Aber weil so bist du. Diese Spannung war. Und irgendwie, ich hatte immer was erwartet, aber war dann nix. Nee, da war gar nichts, ne. Aber im Endeffekt ist es ja auch eigentlich scheißegal. So, kann ich jetzt hier noch was... Nein, so. Ich könnte, wenn das hier wirklich nicht vermint ist... Das ist vermint. Das ist hundertprozentig vermint. Weil warum sollte er das machen? Er hat so viel bedacht. Warum hat er hier den Stromzaun gemacht, statt den nach hinten zu packen? Das... Ich... Also so viel Wahllosigkeit oder... Unaufmerksamkeit will ich nicht denken, dass Delta das hat. Glaube ich nicht. Wird sich gleich zeigen, ja klar. Und wird sich wahrscheinlich so zeigen, dass er mir so richtig schön... Ich werde gleich wahrscheinlich, wenn ich es überhaupt schaffe, da rauszukommen, den ersten Schritt machen. Und dann, boom, goes the dynamite. Ja. Guy sagt auch, teste es. Ja. Meine Rede. Habe ich eine andere Wahl? Night Runner for the win. Das ist genau, so sieht's aus. Daratron. Okay. Oh, wer hatte diesen super Namen? Wer hatte diesen super Namen ausgesucht? Weiß ich nicht. Daratron ist von der Community ausgesucht worden und Daratron kommt. Was von du? Hier. Genau. Ja. Ne, also. Ich mag das nicht. Delta ist momentan in so einer richtig coolen Situation, weil er weiß, wo, was, wann, wo passiert. Und er sitzt wahrscheinlich davor, reibt sich das Fäustchen. Guck mal, jetzt stehst du hier vor meiner Zelle. Der reibt sich wahrscheinlich so richtig schön gerade die Hände und denkt sich so, du Sohn einer... Brich doch einfach mal aus. Schau, jetzt stehe ich vor deiner Zelle und schau dir zu, wie du dich nackig machst. Genau, jetzt habe ich aber das Problem, dass ich quasi immer nur 19 Sekunden habe, um rauszurennen, was zu machen. Erstmal muss ich den Wallblock hier reinpacken. Ich muss rausrennen, was graben und wieder reinrennen. Ja. Weil ich habe kein Bett-Dummy. Na, mach doch rein. Erstmal muss ich jetzt gucken, ob der mir auf den... Okay, er gibt mir nicht auf den Sack. Und der Delta bestätigt deine Vermutung. Er sitzt da, reibt sich die Hände und lacht dich aus. Dachte ich mir schon, ja. Weil es mit Sicherheit irgendeinen ganz banalen, einfachen Weg geht. Einfach die ganze Zeit nach unten gehen, weil alle Türen offen sind. Nee, man kann sich... Ich könnte natürlich diesen ganz einfachen Weg nehmen. Es gibt eine Möglichkeit, sich rauszuprügeln. Ich weiß nicht, ob das hier möglich ist, ob er das bedacht hat. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Ach ja, weil ich es gerade sehe, du sollst Duct Tape benutzen, um die Kamera abzukleben, dann hält es eine Minute. Oh, das ist natürlich eine super Idee. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, ob ich den Wallblock austausche mit dem Poster. Nee, ich lasse das jetzt einfach mal so. So, jetzt lege ich mich hin, mache ein Schläfchen, weil ich will da jetzt noch nicht raus. Ich mache das morgen. Und... Der Palast möchte wissen, wann du nach dem roten Schlüssel schaust. Wenn dieser Weg hier nicht gefruchtet hat. Duct Tape kann ich mir jetzt nicht leisten, scheiße. Wenn dieser Weg nicht gefruchtet hat. Weil, den roten Schlüssel, das ist ja so ein bisschen mein Plan. Ah, oh, Daratron, leck mich doch am Arsch, ey. Jetzt suchen die meine Dings durch. So, das. Der Riss ist legal, ne? Delta schreibt gerade, dass ich damit die Lösung seines zweiten Knasts verraten habe. Ah, sorry, mea culpa, musste man so. Was reinhauen. Also mit dem einfach nach unten gehen, weil alle Türen offen sind. Ah, clever. Jetzt muss ich hier ganz kurz warten, bitte nicht. Ist egal, Delta, machst du einfach immer nach oben gehen.
So, jetzt muss ich hier ganz kurz warten, bis er, bis mein Rollcall vorbei ist. Bitte das. Wo hast du eigentlich jetzt gerade die ganzen Sachen, die da, vor allem die Spitzhacke? Was damit? Wo hast du die jetzt eigentlich gerade? Weil ich nackig hier stehe, oder was? Ja, das erinnert mich ein bisschen an den Film, den wir an den Film, den wir gestern, wir haben gestern, das, ach, kann man sagen, wir haben gestern zusammen das Interview geguckt. Und, oh, Schmerz gehabt. Das Interview, ein überaus lustiger Film. Kannst du in der Zeit nicht hacken? Doch. Warum machst du es nicht? Könnte ich sogar. Aber am Tag abhauen ist scheiße. Du sollst ja nur hacken. Ich bin jetzt gerade was im Überlegen. Das kann ja dauern. Ja, ich hoffe, ich tue mir dabei nicht weh. Ach ja, stimmt, ich wollte die Whip ablegen. Weil ich die eventuell noch brauchen werde. Hallo. Ja, alles gut. Schön. Ja. Oh, bitte. Oder? Oh ja, komm, verprügelt mich bitte, damit ich danach an meine Arbeit gehen kann. Das ist Polizeikriminalität. Ich spare mir jetzt den Kommentar dazu. So einfach wird es nicht sein, also es wäre echt... Ja, da sehen wir ja, da sind ja die Türen abgeschlossen. Ja. Stimmt. Ansonsten müssen wir mal gucken. Wie lange hast du denn, genau, wenn der Delta ja schon mal dabei ist, der ist ja irgendwie heute in unserem Stream ja ganz schön der Star, ne? Eigentlich müssen wir uns. Na klar, zu Recht. Ne? Also, wie lange hast du gebraucht, Ingame-Tage, um auszubrechen? Was natürlich ein bisschen doof ist, weil er ja natürlich wusste, wo seine Schwachstellen sind, ne? Ist natürlich auch nicht fair. Ja. Ne? Also, ist natürlich wieder was anderes. Müssen wir gucken. Ja, ich gucke jetzt hier gerade mal so ein bisschen auf die Uhr. Leck mir am Arsch. Ist schon 19 Uhr. Wir haben schon 2 Stunden hinter uns. Ne, 2 Stunden. Müssen wir mal gucken, wie lange wir das heute überhaupt noch bringen. Weil du guter Mensch musst ja auch noch irgendwann mal nach Hause. Ach, das ist nicht so wichtig. Das ist viel wichtiger. Nach Hause wartet nichts auf mich. Oh, möchte jemand den Nightrunner adoptieren? Er ist schon in guten Händen. Aber trotzdem. Ich könnte. Könnt ihr hier durch. Wenn Plan A nicht funktioniert. Denn das wird nicht funktionieren. Ich weiß, das wird nicht. Das wird hundertprozentig nicht funktionieren. Das kann gar nicht funktionieren. Es wäre viel zu einfach, wenn das funktioniert. Ja, hier ist Sky schreibt auch. Tonight oder die geheimen Stars des Streams. Warum geheim? Ist doch ziemlich offensichtlich. Nix geheim. Also der Delta schreibt gerade 22 Tage. Er hat alles getestet, was es so an Fallen gibt. Und ja, genau, er schreibt 22 Tage. Ich habe alles getestet, was es so an Fallen gibt. So wie die hinter den Duschen. Dun, 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 dun. Oh oh. Will er mir irgendwas damit sagen? Vielleicht. Was passiert eigentlich, wenn du auf die Biene trittst? Dann stirbst du. Boom. Oh. 0 HP oder Spiel vorbei? Spiel vorbei. Aber was heißt Spiel vorbei? Du kommst. Das ist ein bisschen unrealistisch. Du kommst halt wieder in der. Im Krankenflügel raus. Ah, okay. Also wie, wenn du erschossen wirst? Ja, genau. Okay. Ja, gut, wenn das jetzt. Muss ja keine Claymore-Mine sein. Kann ja auch nur so eine kleine Taser-Mine sein. Ja. Ja, also. 22, oh ja, geh beiseite. 22 Tage ist schon nicht ohne. Ach so, du hast dich dann am Ende immer absichtlich fangen lassen oder ähnliches, ne? Schätze ich mal. Gehe ich mal stark davon aus. In jeder Zelle eine Kamera, ne? Nein, er möchte damit nichts andeuten. Ja, an jeder Zelle eine Kamera, genau. Aber das ist gar nicht so das ist ganz normal, weil das gibt's in Iron Heights nachher auch. Das ist ja der Very Hard Knast quasi.
Und das ist ja genauso. Ansonsten bin ich gerade mal am Schauen. Durch den Elektrozaun kommt man nicht. Warte mal. Warte, boah, hier sind zum Beispiel drei Zäune. Da willst du es aber wissen, ne? Manchmal frage ich mich so ein bisschen, was das für Designideen sind. Wie zum Beispiel hier dieser Raum. Ging das nicht anders? Also konntest du hier nicht, also was hast du dir dabei gedacht? Oder war das einfach nur so, weil YOLO? Ne? Also geht ja auch. Was wollte ich denn eigentlich? Ich wollte irgendwas noch gucken, ob hier Holz. War das Holz, was ich gebraucht habe? Ich weiß es nicht. Kann das Spiel nicht? Ich bin gerade im Überlegen. Ja, ist ja gut. Ha, keine Ahnung. Was man dafür nochmal für die Spitzhacke brauchte, ich glaube, es war Holz. Um sie zu verbessern. Aber ich glaube, ich habe auch gar keinen Duct Tape. Ne? Das war einfach plötzlich da mit dem Raum, lese ich gerade. Okay. Auch nicht schlecht. So. Ich würde sagen, wir werden jetzt mal hier noch das Ganze testen, jetzt gleich heute Nacht. Und dann gucken wir mal, wie wir kommen. Und dann gegebenenfalls würde ich sagen, wie viel wir noch Lust dazu haben. Habt ihr denn noch Fragen? Ihr habt uns bisher relativ wenig gefragt. Ihr habt jetzt die Chance, uns echt alles zu fragen, was ihr wollt. Und ich habe noch nicht so wirklich viel von euch gehört. Bestätige. Bestätige. Ich kann zurzeit ja gar nichts moderieren. Ich kann ja das Spiel nicht moderieren, weil ich ja nicht live sehe, was du machst. Das ist richtig. Deswegen bin ich hier verdammt, die Fragen zu beantworten und die Leute zu unterhalten. Ja, zu unterhalten. Das genau. Ich wollte jetzt animieren sagen, aber. Animieren, unterhalten. Nicht, könnt ihr halt mit Dachdecker. Das gepasst. Eben. Ja. Ansonsten finde ich super natürlich, dass alle Leute hier sind. Ich sehe gerade, ich habe es gerade mal hier mal aufgerufen, 16 Leute schauen mir zu. Wow. Das ist eine ganze Menge, ja. Viele denken sich so, unter 100, also das nutzt gar nicht. Für mich ist das schon einiges. Also für mich ist das auf jeden Fall eine Idee. Ich hätte nicht gedacht, dass über 10 Leute kommen. Ich dachte nicht mal, dass 10 Leute kommen. Weil ich gedacht habe so, weil ich dachte mir schon zu Beginn, wo ich sagte, wer will dem Affen denn beim Spielen zugucken? Dachte ich mir auch so, wer will dem Affen denn beim Livestream zugucken? Genau. Ja, haben wir uns vor einem Jahr gedacht, wer will den Affen denn beim Spielen zuschauen? Und jetzt sind es 1500 Leute fast, die das wollen. Und der Delta meint auch gerade, das mit dem Raum war gerade eben plötzlich so da. Ist wahrscheinlich einfach Design. Das habe ich aber vorhin schon vorgelesen. Ja. Oh, okay. Sorry. Sorry. Und der Bube sieht dich am liebsten Escape Base spielen. Ja, die meisten wahrscheinlich. Ist ja dein Steckenpferd. Ich verstehe aber ehrlich gesagt noch gar nicht, warum. Also es Spiel, das hat die Klappe. Okay, Entschuldigung. Nein, Escape ist, es macht Spaß, ja. Aber wie ich schon gesagt habe, fünf Seasons, fünf Gefängnisse. Ich freue mich auch immer wieder, wenn euch neue Spiele gefallen. Und ich hoffe, dass euch Unveil wirklich gefällt, weil Unveil macht mir Mords Spaß. Ja. Lol, da hat die Kamera mich jetzt gar nicht gesehen. Ich bin so sneaky. Sneaky, sneaky. Hallo. Oh, get out of that cell. Okay, okay, okay. Ja, okay, okay. Ja, ist gut, ich wehr mich nicht. Oh, 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 da fällt mir ein. Da fällt mir ein, bevor ich irgendwas mache. Ich brauche nämlich ein Bettdummy. Haha. Genau. Das lege ich jetzt. Warte mal, kann ich nicht? Doch, ich kann doch. Wieso kann ich nicht? Ach, scheißegal. Passt schon. So, so, so. Bettdummy. Kommt da rein.
Ansonsten hoffe ich, dass ich das Wichtigste habe. Bedsheet kann ich eh nicht schmeißen, so. Du streamst gerade gegen Gronkh, werde ich informiert. Oder werden wir informiert? Auch Escapist? Oder? Nee, oder? Wahrscheinlich. Ja, nein. Weiß ich nicht. Er hat, schreibt nur, du streamst gerade. Aber Gronkh streamt wahrscheinlich öfter als einmal im Jahr. Mm. Ist doch eine ganz andere Liga, ne? Also. Ja, allerdings, ja. Der Dustin möchte wissen, wie du Escapists entdeckt hast. Darato! Oh, jetzt kriege ich auch noch einen Rollcall. Verdammt. Warte ganz kurz, ich werde die Frage sofort beantworten. Okay. Wie ich Escapists entdeckt habe. Ja, das ist ehrlich gesagt so, wie ich alle Spiele quasi entdeckt habe. Über Steam. So, ich lege mich jetzt einfach mal so hin, tu mal so, als ob ich schlafe. Not yet. Ich muss jetzt kommt nämlich gleich erstmal der Rollcall. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Ich muss jetzt nämlich erstmal warten, bis der Typ kommt und mich durchsucht. Ich erkläre das jetzt gerade mal, wie du damals... Ja, mach das mal. Ja, wir haben uns einfach irgendwann mal gedacht, warum eigentlich immer alte Sachen spielen, damit wir auch neue Sachen spielen können. Und haben dann regelmäßig die Neuerscheinungen von Steam durchgeschaut. Und da war dann irgendwann mal Escapists dabei. Und da dachte sich so, das sieht eigentlich ganz cool aus. Spiele ich. Total banal. Ja, total banal, ganz genau, sowas. Und dann kam Escapist raus. Wir haben uns gefragt, was ist das? Das ist toll, das ist schön. Und haben das dann gespielt. Oder ich habe das dann gespielt. So, jetzt werde ich mich mal hier so ein bisschen... Der Bubu, wer findet übrigens, dass du genauso schön in Escapist failst wie Gronkh? Ist er jetzt... Bin ich jetzt gerade leid... Also, ist er quasi... Zockt er auch gerade Escapist? Finden wir es raus. So, jetzt bin ich raus und jetzt habe ich... Ich weiß nicht, wo ich langlaufen soll. Ach, komm. Oh! Guck mal! Das war ja einfach. Hey, also, Gronkh spielt Randall's Monday. Ah, okay. Gut. Also, ich bin raus. Ich bin wirklich entkommen. Grazie, Schatzi. Ja, und... keine Minen. Keine Minen. Ich habe jetzt wirklich kurz überlegt, ob da irgendwo Minen kommen noch oder nicht. Und anscheinend kamen da jetzt keine Minen mehr. Da hat mich echt ein bisschen... Bisschen enttäuscht. Aber was heißt enttäuscht? Ich bin echt positiv überrascht. Es hat aber tierischen Spaß gemacht. Also Delta, nochmal Hut ab. Vielen herzlichen Dank für diesen Knast. Kannst du jetzt auch mal schnell den Chat lesen? Also ich lese mal bevor der das... Ich lese es jetzt gerade selber. Genau, ich bin jetzt raus. Okay, er wollte mich auch nochmal spielen sehen, aber ich spiele nicht Escapist. Weil das ist nichts für mich. Das ist meine Spielart. Ich spiele aber vielleicht mal irgendwas anderes. Schau mal. Dann natürlich G. Ja, und der Delta liest er ja gerade selber, ja. Genau. Finde ich aber cool, ja. Und wir haben den ganzen Stream damit gedeckelt. Ja, perfekt, ne? Also super. Habe ich dann doch geschafft, in einem Stream das Ganze rauszukommen. Was spielst du jetzt? Ich befürchte, heute spiele ich nichts mehr. Das war das erste Mal, dass ich jetzt einen Livestream gemacht habe. Ich fand's echt cool. Ich find's echt super. Ich denke, ich werde jetzt mal öfter Livestreamen. Also, was heißt öfter? Häufiger als bisher. Also, ich weiß nicht, ob ich einmal im Monat einen mache oder alle zwei Wochen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ihr da Bock drauf habt. Und, ich freue mich natürlich über immer Spielvorschläge. Vielleicht mache ich das nächste Mal an Vale oder wir spielen das nächste Mal was mit euch zusammen. Vielleicht können wir 7 Days oder It Came From Space im Livestream mit euch spielen. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. Ja. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und in dem Sinne, habe die Ehre. Und tschüss.